Mit Fabrice Millischer und dem Blechbläser und Schlagzeuger der Deutschen Radiophilharmonie war natürlich jetzt ein ganz interessantes Projekt. Eine erste Einspielung für den Solisten, glaube ich, enorme Schwierigkeiten zeigt, die man gar nicht hört bei Fabrice. Dieses Konzert für Posaune und Blechbläser Ensemble komponiert. Und eigentlich hat mir kontaktiert und sagte, ja, ich habe dieses Konzert schon seit langer Zeit komponiert und ich hätte gern mit Ihnen mitgespielt. Also, und ich war super, super froh und ein großer Ehre für mich, dass so ein großer Komponist und ein großer Organist wie Jean Guillou kontaktiert mir eine junge Posaunist wie ich. Für Posaune, Solo-Posaune und noch 15 Blechbläser samt Schlagwerk. Wir haben so eine Besetzung noch gar nie gehabt mit 3 Tuben, man stelle sich das vor. Ein hochinteressantes Stück. Wir haben dieses Konzert aufgenommen, weil jetzt es gibt seit ein paar Jahren ein Projekt mit CD-Aufnahme mit Saarländischer Rundfunk, also die Deutsche Radiophilharmonie. Da haben wir schon damals Thomasy aufgenommen und Burgan-Konzert. Und das ist das letzte Konzert von unserer CD-Aufnahme, die wird bald rausgehen. Ich bin sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit Musikern, weil es ist echt ein schwieriges Stück. Und wir haben trotzdem geschafft, in Zeit alles zu erledigen. Und die Leute waren super professionell und super talentiert. Es hat alles geklappt. Herr hat uns ja vor große Aufgaben gestellt, weil ein sehr virtuoses Werk. Ich nehme an, Sie spielen sehr virtuos Orgel. Ja. Echt. Und das haben wirklich die Musiker der Deutschen Radiophilharmonie fantastisch umgesetzt. Es war eine sehr konzentrierte und kompakte Arbeit. Das ist ja jetzt das dritte Stück, was wir heute aufgenommen haben. Aber wir sind glücklich und erleichtert, dass es so gut über die Bühne ging. Und mit einem großen Dank verbunden für Ihr Werk. Wir hoffen. Ich auch. Ja, danke.